live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Am Montag ist Gerald Groß jetzt immer bei uns zu Gast und duelliert sich mit unterschiedlichen Partnern. Heute mit Andrea Kodolski. Hallo Andrea. Hallo. Hallo Gerald. Servus. Grüß dich Gerald. Wir Servus Andrea. Starten gleich einmal mit dem Aufregerthema der letzten Tage. Und zwar soll es einen geheimen Pakt oder eine Absprache geben zwischen ÖVP und SPÖ, nach der Wahl gemeinsam eine Regierung zu bilden. Mit den Neos, weil zu zweit wird es sich aller Voraussicht nach nicht ausgehen, um Herbert Kickl als Kanzler zu verhindern. Jetzt wissen wir, du hast gewisse Sympathien auch, glaube ich, mit den Neos. Was würdest du halten von so einer Dreierkoalition ÖVP, SPÖ, Neos? Kann da was weitergehen oder droht uns da wie in Deutschland bei einer Dreierkoalition Stillstand? Also ich würde ganz gern drei Dinge dazu sagen. Sache Nummer eins, ich halte das überhaupt ein bisschen problematisch, wenn schon bevor eine demokratische Wahl geschlagen ist, alles irgendwie da fixiert werden soll in irgendwelchen Geheimpakten. Warten wir doch ab, was die Bevölkerung sagt und was die Bevölkerung möchte. Und prognostizieren wir nicht etwas, was jetzt noch gar nicht zur Diskussion steht. Ich habe natürlich auch davon gehört, wäre schon fast interessant, ob das vielleicht die FPÖ geschrieben hat. Aber Faktum ist, ich glaube nicht, dass so etwas in einer heutigen Demokratie wirklich gescheit ist. Obwohl, und das möchte ich sagen, nicht nur, dass mir einige Themen der Neos gefallen, andere wieder nicht so gut, ich immer ein Großkoalitionär war, und natürlich gewisse Sympathien gegenüber großen Koalitionen habe. Nur das waren andere Zeiten, da waren die Parteien noch andere. Ich glaube, dass eine Dreierkoalition schwierig wird. Wir schaffen schon Zweierkoalitionen nicht, wenn wir uns die letzten anschauen, geschweige denn Dreierkoalitionen, außer, und da traue ich wiederum den handelnden Personen diesen Werf oder diese Intelligenz vielleicht nicht zu, dass sie wirklich zum Beispiel die Neos in den Bildungssektor setzen, den sie zweifellos immer bearbeitet haben und können, und die richtigen Leute hinsetzen. Man hört aus dem Pakt, dass der Herr Babler Sozial- und damit Gesundheitsminister werden soll. Also ein eigenes Gesundheitsministerium. Aha, okay. Ja. Und wer soll denn das Gesundheitsministerium? Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Ein Experte, ja. Wird genannt. Vielleicht Pamela Rendi-Wagner. Ja. Ich glaube, die geht sicher nicht von dort weg, wo sie jetzt ist. Das ist ein sicherer, guter Job. Also ich glaube nicht, dass das gescheit ist, aus mehreren Gründen, und ich bin sehr gespannt, wie die wählende Bevölkerung das aufnimmt. Du regst dich ja fürchterlich drüber auf, oder? Du bist ja der Meinung, das ist, wie die Andrea gerade gesagt hat, Hinterzimmermaschine. Nein, ich reg mich nicht auf. Es steht für sich. Ich bin der Meinung, man sollte jene Politiker, die Verantwortung tragen wollen, für sich selbst sprechen lassen. Und da spricht die Österreichische Volkspartei, im Übrigen in gelebter Tradition, ich war selbst zweimal bei Regierungsverhandlungen dabei, glaube ich, dreimal, und habe damals die Regierungsverhandler der ÖVP kennengelernt, zumindest im Jahr 2000 und im Jahr 2002, 2003 nach Knittelfeld, wie es nicht um Inhalte gegangen ist, wie es nicht um Kernprojekte der Regierung gegangen ist, wie es nicht um die Zukunft gegangen ist, sondern wie jeder der dortigen Ministersekretäre mit Sideletters gefuchtelt hat, du kriegst das Schaufel, dafür kriegst du das Sandkistel, dafür wirst du dort Vorstand. Das heißt, unabhängig, ob das Papier stimmt oder nicht, wir können sie alle nicht nachprüfen, es ist sehr lebensecht. Also in Kenntnis der Österreichischen Volkspartei sage ich, ja, da hat es wirklich einen Pfostinger gegeben, der hat den Scheiß geschrieben. Die meinen das tatsächlich so. In Kenntnis der Sozialdemokratie, die im Übrigen auch schon seit 30 Jahren alles verschriftlicht, ich erinnere an diesen Brief Jarolim und Bundsozialistische Akademiker, wo sie sich ausgemacht haben, welcher Rote in die Staatsanwaltschaft reinkommt, kann ich es auch den Roten zutrauen? Muss ich ehrlicherweise sagen, ja, das ist rote Feder. Die Frage das ist vollkommen klar. Ob die Neos das glaubt, jetzt haben wir beim entscheidenden Thema. Und da wollte ich hin. Ich glaube, die einzigen, die dort wie die Jungfrau zum Kind kommen, sind die Neos, die aus der Zeitung lesen müssen, wer bei ihnen bereits etwas wird. Das ist besonders spannend. Aber es ist typisch österreichisch. Also, wir können den Wahltag nicht abwarten. Die Machtpfründe
werden jetzt gesichert. Es geht auch nicht um Inhalte, sondern es geht rein um Positionen. Ja, und ich glaube, das ist das Grausliche. Ist das Grausliche. Und im Übrigen, ich möchte schon einen Schlusssatz sagen. Es ist eine eklatante Missachtung der Demokratie. Ja. Und jetzt stelle ich mir den Kirschengang Kali und die Schmausmauerl Erna vor. Die sitzen jetzt da in ihrem Frühstückstisch am Wochenende, schlagen Tageszeitung Österreich, es haben andere Tageszeitungen auch darüber geschrieben, schlagen auf und sagen, hochinteressant. Ich habe noch nicht einmal meine Wahlkarten zugeschickt gekriegt. Aber entscheiden die, wie sie über mich hinweg reden. Da muss ich jetzt schon einhaken, weil du sagst, Missachtung der Demokratie. In anderen Ländern ist das Usus. In Deutschland geht man mit der Koalitionsansage beispielsweise in die Wahl. Warum ist das in Österreich nicht der Fall? Und wäre das nicht eigentlich sogar viel transparenter zu sagen, ich will eine große Koalition nach der Wahl beispielsweise? Ich glaube, das wäre in Ordnung. Nur das ist ja wiederum ein Geheimpapier, wo ja die Hälfte der Leute nicht wissen, um was es geht. Und vor allem erwarte ich mir, und da sind wir jetzt beim jetzigen Thema noch nicht ganz im Duell, das kommt schon noch, nur damit die Zuseherinnen und Zuseher wissen, es kommt noch was. Aber in dem Fall geht es mir vor allem darum, wie schon auch der Gerald gesagt hat und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es sind keine Inhalte da. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz, ganz dringend Inhalte brauchen. Weil wir diese Inhalte eigentlich schon in vielen Bereichen längst verabsäumt haben. Wir sind im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, im Pensionswesen. In vielen Bereichen sind wir nicht 5 vor 12, sondern 30 nach 12, wenn nicht weiter. Das heißt, es müssen Themen und Inhalte, die Migration ist ein Thema, die ich nicht nur der FPÖ zuschanzen möchte, sondern ich muss auch das Recht haben, als Nicht-Rechtswähler oder freiheitlicher Wähler darüber zu diskutieren, ob ich die derzeitige Kriminalität in Wien besonders schätze oder ob ich einen Zuzug von 6.000 Schülern in Wien, wo die Schulen überfordert sind, schätze. Zu all diesen Themen wird richtigerweise null gesagt, sondern es werden Posten verteilt. Genau. Und da muss ich wirklich sagen, das ist, da gebe ich dir recht, das ist in typischer Tradition und das ist nichts Neues. Und das was das Problem aber ist? Aber wenn Sie auftreten würden und sagen würden, wir haben diese und diese gemeinsamen Punkte, die müssen wir auch gemeinsam machen, weil wir allein sie nicht durchbringen, weil es keine Mehrheiten gibt und wir wollen aber verschiedene Themen durchbringen und wir wollen mit diesen und diesen Leuten koalieren, dann finde ich das fair, weil dann kann ich jetzt als Staatsbürger sagen, ich will die FPÖ, weil ich will nicht, dass die Roten und die Schwarzen und die Pinken zusammengehen. Ganz einfach, nicht? Also da habe ich dann sehr wohl eine demokratische Möglichkeit. Aber das passiert ja nicht, sondern es passiert so hinter der Tür, man weiß nicht ganz genau, was es ist. Es werden ja jetzt schon Leute genannt für Positionen. Traditionellerweise sind die dann getötet, wie wir wissen. Also die werden es meistens nie. Und das ist alles furchtbar. Mir gefällt das nicht. Andrea Ktolsk hat vollkommen recht. Wir haben zum Beispiel ein Riesenproblem in unserer Wirtschaft. Sie springt derzeit nicht an. Wir haben, möchte ich sagen, eine psychische Depression, die unsere Wirtschaft erfasst hat. Sehr viele Klein- und Mittelbetriebe wollen nicht mehr investieren, gehen lieber den Weg mittlerweile zum Konkursrichter. Die Gesundheitsfrage ist gänzlich ungeklärt. Wir haben mittlerweile aus meiner Sicht eine Dreiklassenmedizin. Nicht mehr die Zweiklassenmedizin, sondern wir haben schon eine Dreiklassenmedizin, weil die dritte Klasse ist dort, wo es ca. 70 Kilometer kein Spital mehr gibt, weil man ja überall mit den Großgeräteplänen und den Einsparungen der Gynäkologie und alles Mögliche, wie wir zuerst Kreisverkehre aufgemacht haben, haben wir dann Spitäler geschlossen. Und jetzt wundern wir uns, dass in Graz oder in Wien irgendeiner 4 Monate auf eine Operation wartet. Oder er ist zusatzversichert oder erste Klasse, dann geht er an der Privatspital und kriegt die Operation binnen. Im Moment Woche. Schon viel weiter. So, sind die 84-Jährige mit der gebrochenen Schulter nicht mehr in einem Gilt-Verband weg. Genau so ist es. So, also wir haben mittlerweile ein Problem im Gesundheitsbereich, das für die Menschen jetzt mittlerweile spürbar ist und nicht mehr abstrakt ist. Weil, ist halt irgendwann einmal ein Hubschrauber zu spät gekommen oder kaputt war. Jetzt trifft es die breite Masse. So, wir haben in Wahrheit der gesamte Bereich Pflege. Das interessiert keinen Schwanz im Übrigen. Das heißt, wir wissen, dass durch die demografische Entwicklung, durch die Steigerung auch des Lebensalters, wie am Ende, wir dachten immer, die Pension ist das Ende und dann kommen halt noch in der Pension 3, 4 Jahre und dann
Und dann reißen sie das Haxerl weg und dann liegt er. So. So, jetzt kommen wir drauf, dass die Pension mittlerweile beginnend bei, sagen wir, real bei 62. So, bei 62 reales Pensionsantrittsalter. Und derzeit haben mittlerweile wir das Durchschnittsalter genau der OECD von 87. So ist es. So. So ist es. Gott sei Dank. Ich meine, ich bin dankbar, dass meine Mutter und mein Vater gesund sind. Aber wir haben mittlerweile Leute, die locker 20, 25, 30 Jahre leben und Pension kassieren, aber zu Recht, alles in Ordnung, aber nur 40 Jahre einzahlt haben. Das heißt, es geht sich am Ende nicht aus, weil ja die Einzahlung nur einen Bruchteil und nicht die gesamte Pension ist. Das greift im Übrigen auch keiner an. Das Bildungssystem fliegt uns gerade um die Ohren, als hätten wir kein Morgen. Und da sind die Containerklassen des Wiener Schnitzelgesichts das geringste Problem, würde ich sagen, das geringste Problem. Sondern wir haben in Wahrheit ein Bildungssystem, wo wir das einzelne Talent nicht mehr abzielen, sondern wie der perfekte Untertaner wird geschoren. Die Schafe werden geschoren und wer halt außersticht, hat einen Klick gehabt und der Rest. Wir haben gerade gehört, entschuldige Gerald, dass ich das einfließen lasse, weil es zu dir passt. Ja. Wir haben gerade gehört, jedes zweite Schüler in Österreich muss Nachhilfe. Naja, logisch. So. Und das ist etwas, das geht eigentlich. Ja, und wir haben das Problem, die meisten sprechen im großstädtischen Bereich kein Deutsch mehr, 95% Zuwanderungsquote. So, auch nicht. Und dann haben wir noch diese Nachwirkungen von der Inflation der letzten zwei Jahre. Dann haben wir noch einen Krieg in der Ukraine und der in Gaza ist jetzt auch nicht unbedingt lustig, würde ich einmal sagen. Das heißt, und dann treffen sich zwei Großparteien, zwei einzige Großparteien. Ich weiß, du bist eine Großkoalitionärin. Ich möchte dich nur bitten, dass du das Groß wegstreichst. Weil von Groß ist nein, gar nichts. Nein, ich spreche von damals. Damals. Die gute alte Zeit von Hugo Bortisch. Ja. Auch in Ordnung. Okay. So, aber dann hast du zwei Parteien, die setzen sich hin und sagen, ja, wenn es der Babler übersteht und in der Hanke mit dem Ludwig nicht die Gurgel durchschneidet und die Freimaurerlogen vielleicht nicht dazwischen kommen, wie wir seit Doskozil wissen, dann darf er Vizekanzler werden. So. Und der Nehammer sagt, ich bin Kanzler. Ich meine, und das Bild der Bevölkerung, die jeden Tag Zeitungen liest und sagt, wer führt uns in die Zukunft, wer löst unsere Probleme? Da ist immer wieder ein bisschen zu viel Harmonie zwischen euch. Deswegen machen wir, glaube ich, eine ganz kurze Werbepause. So schnell schon. Zu einem Thema, er will den Streit. Etwas mehr Dissens da ist. Und zwar sprechen wir über Corona und die mittlerweile stattfindende Aufarbeitung der Corona-Politik, jetzt auch befeuert durch die sogenannten RKI-Files. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Andrea Kodolski ist Hallo. Zu Gast und Gerald Gross. Wir diskutieren in diesem zweiten Teil über die Corona-Politik. Da gibt es jetzt seit einigen Wochen, muss man sagen, eine in diversen Talkshows und Zeitungen etc. sehr heftig geführte Diskussion über die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Beginnt beim ehemaligen österreichischen Gesundheitsminister Anschober, geht bis hin zum deutschen Virologen Drosten. Jeder äußert sich da derzeit dazu, ob die Maßnahmen damals überzogen waren oder nicht. Die Meinung von Gerald Gross dazu kennen wir, werden wir gleich noch einmal sicher hören, aber vielleicht zuerst die Expertin fragen. Du bist Ärztin, du warst auch während der Corona-Zeit öfters hier, da haben wir auch gesprochen über die Maßnahmen und du warst eigentlich immer auch eine Befürworterin im Großen und Ganzen dieser Maßnahmen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das richtig mit dem Kenntnisstand, den man damals hatte, oder war das eben überzogen? Und waren gewisse Dinge, wie beispielsweise die Impfpflicht, im Nachhinein ein Fehler? Also ich möchte nur betonen, ich war für einige der Maßnahmen und habe einige sehr stark kritisiert. Und im Nachhinein zwei Dinge dazu. Erstens, im Nachhinein ist immer leicht reden, weil da weiß man natürlich dann, wie alles ausgegangen ist. Aber ich spreche jetzt da wirklich aus dem Expertenpool des Public Health. Und das habe ich gelernt.
Und im Public Health Ansatz gibt es zwei Bereiche. Und wir haben das sehr schön gesehen zwischen Schweden und Österreich. Die Schweden haben den einen und das ist völlig legitim. Nämlich alles ziemlich, sie haben ja auch nicht alles offen gelassen, sondern haben auch sehr gescheit bei Altenheimen und bei verschiedenen Strukturen eben ihre Schritte gesetzt. Haben aber letztendlich eine von Anfang an Öffnung gehabt. Wir haben den anderen Bereich des Public Health Ansatzes gewählt, nämlich diesen Verschluss, der natürlich immer schlimmer geworden ist und der auch immer weniger von der Bevölkerung akzeptiert worden ist und daher in Wahrheit dann spätestens beim dritten, vierten Lockdown, das konnte man ja sehr gut nachvollziehen, nichts mehr dargestellt hat. Interessant ist jetzt im wissenschaftlichen Vergleich, dass bei beiden Ansätzen, und gerade Schweden und Österreich ist zum Beispiel gut vergleichbar mit der Bevölkerungsgruppe, mit der Anzahl der Leute und. Jetzt rein von Todeszahlen oder von Krankheitszahlen kaum Unterschiede sind. Und das habe ich in einer Sendung einmal gesagt. Aber, und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, die schwedische Wirtschaft funktioniert und unsere ist kaputt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Das heißt, ich gehe jetzt noch einmal zurück zu den Maßnahmen. Ich glaube, dass der erste Lockdown völlig richtig war und ich bin überzeugt, wäre ich damals Gesundheitsministerin gewesen, hätte ich es genauso gehandhabt, weil wir alle nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Wir haben gesehen Leichenberge aus Italien, wir haben Särge gesehen, wir haben Expertinnen gehabt aus der Virologie, die nicht die geringste Ahnung von diesem Virus gehabt haben. Und daher war es natürlich einfach notwendig zu sagen, unter Aufklärung der Bevölkerung, wir müssen jetzt einmal diesen Verschluss machen. Und da möchte ich sagen, waren wir in Österreich harmlos. Erwin Buchinger war damals zu dieser Zeitpunkt in Paris. Liebe Freunde von mir, ich habe viele Jahre in Italien gearbeitet, haben in Mailand gelebt. Also dort, wenn du die Tür aufgemacht hast, hast du die Puschka vor der Nase gehabt und warst wirklich eingesperrt. Österreich hat ja damals 9 Punkte mit 7 Unterpunkten gehabt, warum wir eigentlich bis auf den abendlichen Drink in einem Lokal so ziemlich alles machen konnten. Aber Faktum war, spätestens ab dem zweiten Lockdown war es ein Fehler. Es war für mich ein Fehler, diese Diskussion um Stoffmasken, Papiermasken, andere Masken, weil da hat jeder was anderes gesagt und irgendwann hat sich auch jeder lächerlich gemacht. Ich glaube schon nach wie vor, dass die FFP2-Masken zumindest im direkten Kontakt einen Sinn gemacht haben, weil natürlich eine Tröpfcheninfektion, und das sieht man ja bei den asiatischen Völkern, die das immer schon getragen haben und deutlich weniger belastet sind, einen Sinn in irgendeiner Weise bringen, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ganz im Gegenteil, auch von der Entwicklungspsychologie ganz, ganz schlecht war, was in den Schulen und bei den Schülerinnen und Schülern, am schlimmsten bei den Erstklässlern, weil die von der Mimik lernen und weil die ja auf einmal ein ganzes Jahr gehabt haben, 2 Jahre gehabt haben, wo sie keine Mimik kennengelernt haben. Eine ganz, ganz schlechte Geschichte für die Entwicklungspsychologie. Und dann hat etwas eingesetzt, und das ist schon mein letzter Punkt einmal, dass auf einmal, und das hat, glaube ich, die Bevölkerung so nervös gemacht, sich die Experten ununterbrochen widersprochen haben. Da haben wir dann wen von der Veterinärmedizin gehabt, der auf einmal die Virologie erklärt hat. Dann haben wir, und er möge mir jetzt verzeihen, einen Physiker gehabt, der die Virologie erklärt hat. Dann haben unterschiedliche Ärzte Unterschiedliches gesagt, wo ich sagen muss, der Gynäkologe kann relativ wenig zu dem Thema sagen. Dann hat es natürlich Public Health Experten gegeben, wie der Grazer Public Health Experte, der wirklich gewusst hat, wovon er spricht. Sprenger. Und der dann ja auch ausgetreten ist. Und der, natürlich, aber der hat gewusst, von was er redet und der kann das. Das heißt, eine völlige Verurteilung würde ich jetzt einfach nicht machen. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, gegen eine Impfpflicht bin ich natürlich, weil das einfach zum damaligen Zeitpunkt nicht notwendig war. Die Leute haben, wenn wir uns erinnern, vor November, bevor die Impfung im Dezember, glaube ich, oder im Jänner gekommen sind, gefleht, dass die Impfung früher kommt und wollten diese Impfung. Es war ein massives Kommunikationsproblem, das man mit dieser Impfung aufgeführt hat. Und letztendlich, und das sind die Gesamtzahlen weltweit, hat natürlich die Impfung verhindert, dass viele, viele Millionen Menschen, die eben ein geschwächtes Immunsystem gehabt haben, entsprechend an dieser Krankheit gestorben Andrea. Sind. Und das sind einfach Fakten. Und da bin ich jetzt weder böse noch nicht sondern das sind schlicht und ergreifend. Du gehst mittendurch. Es hat mir ja nur ein einziger Satz bei dir nicht gefallen. Bitte.
im Nachhinein sind alle intelligenter. Weißt du, es hat sehr viele Menschen in diesen 4 Jahren gegeben, die wurden als Covidioten, Querdenker, Schwurbler etc. diffamiert, wie zum Beispiel Sprenger, der Experte, den man aus den Expertengremien ausgeschlossen hat, und dann quasi aus ihm gemobbt und am Ende als Covidioten dargestellt hat. Es hat genügend Ärzte in Streck, beispielsweise Deutschland, gegeben, den Lauterbach und davor Jens Spahn in Wahrheit gemobbt haben und gesagt haben, der ist jetzt auch so ein Servus-TV Covidiot. Also es hat genügend, und es hat auch in diesem Studio, und es hat auch in diesem Studio, und darauf lege ich Wert, in diesen 3 Jahren eine ständige Diskussion gegeben, fast jeden Tag, wo meiner einer, sich für den Weg, für den schwedischen Weg einsetzend, als Covidiot, als Querdenker und als Darwinist beschimpft wurde. Na, ganz kurz. So. Und jetzt erleben wir... Es haben lauter Nicht-Mediziner Andrea, über etwas Andrea, gesprochen, und jetzt erleben wir nicht sprechen Andrea, könnt. Und jetzt erstens bin ich pragmatisierter Patient, das kommt jetzt einmal dazu. Ja, aber deswegen und zweitens habe ich mich mit genügend Medizinern unterhalten, unter anderem auch mit ehemaligen Gesundheitsministern, unter anderem mit meinem ehemaligen Chef Herbert Haupt, der in seiner Zeit BSE, Maul- und Klauenzeug etc. bekämpft hat. Nein, lass mich ganz kurz. Schau, das, was wir derzeit durch die RKI-Files erleben, ist die Dramatik einer politischen Lüge. So. Das ist aber jetzt was ganz was anderes. Na, warum? Warum? Weil beispielsweise diese wirklich angsteinflößende, psychopathische Politik, beginnend bei Ed Stadler in Österreich, endend bei Lauterbach, Karl Klabauterbach in Deutschland, immer davon gesprochen haben, es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Die RKI-Files zeigen, falsch, es ist keine Pandemie der Ungeimpften. Zweiter Punkt. Alle die, die sich nicht impfen lassen, sind unsolidarische Mörder. Ed Stadler haben keine Aufenthaltsberechtigung mehr im Land. Schallenberg, Kurzzeitkanzler, wir werden Ihnen das Fürchten lehren. Und eine ganze Armada von sogenannten Meinungsbildern hat gesagt, diese Gruppe von Personen, Gerald, die gehört jetzt gezüchtigt. Jetzt kommen wir drauf. Das möchte ich dir sagen. Da kannst du nicht dagegen sein. Ich bin ja nicht dagegen. Ich sage dir, der einzige Satz, der falsch war, war der, es hätten andere besser wissen können. Nicht sagen, ich wäre besser gewusst. Nein, weil ich es nicht weiß. Andrea. Ich bin so ehrlich, obwohl ich hier Expertin bin. Andrea, wunderbar, ich kritisiere dich ja nicht, nur du musst dir den Sermon trotzdem anhören. Ja, ja. Zweiter Punkt. Ich will es hat geheißen, ist ja eh wurscht, ist ja in Ordnung. Zweiter Punkt. Wiederansteckung, die Impfung schützt vor der Wiederansteckung. Blödsinn. Das hat aber kein Experte. Doch, es hat... Wer hat das gesagt? Sag mir einen Namen. Gesundheitsminister Mückstein. Den gleichen Universitätsabschluss in Medizin wie du, eine andere Facharztausbildung. Stellt sie hin und erklärt. Wer sich impfen lässt, kann den Virus nicht weitergeben. Und jetzt kommen wir drauf, dass diese Entscheidungen größtenteils nicht fachlich evident waren, nicht fachlich basiert waren, sondern sich selbst die Experten des RKI die Köpfe über den Kopf zusammenschlagen haben, währenddessen Politiker in Deutschland und in Österreich autoritäre Politik verordnet haben. Und in einem bin ich auch deiner Meinung. Ich habe in diesem Freitag, den 13. März, das war der Freitag, der 13. März 2020, vollstes Verständnis dafür gehabt, dass damals dieser Kanzler Kurz in dem Fall in den Lockdown gegangen ist, weil er wirklich nicht wusste, was kommt daher. Ja. Ich habe aber relativ rasch, 3-4 Tage später, diese Geschichte gebracht von diesem anderen Kanzler, Werner Faymann. Ich weiß nicht, ob du damals Gesundheitsministerin warst, aber es war ungefähr deine Zeit. Es muss zwar 6, 2, 8 gewesen sein. Der Kanzler ist nach mir. Wie der Faymann Kanzler war, diese Situation gekommen ist, wo eine sogenannte Sommergrippe über unser Land hinweggefegt ist. Kannst du dich erinnern? Ja. Die einmal gleich 4.500 das Bankerl gerissen hat. Und daraufhin der Faymann die Klubobleute aller Parlamentsparteien zu sich geholt hat und gesagt hat, die Experten sagen Lockdown. Wurz das auch? Und alle haben gesagt, nein, das stehen wir durch, wir lassen durchseuchen. Und nur das habe ich wenige Tage danach gesagt. Dafür bist du als Querdenker, als Covidiot und als Sozialdarwinist. Jetzt sei nicht beleidigt. Aber ich bin überhaupt nicht beleidigt. Es ist niemand beschimpft worden. Wir müssen jetzt schon ein bisschen das Echte echt lassen. Wer ist als Schwurbler und wen habe auch ich als Schwurbler? Also wenn Menschen darüber gesprochen haben, dass man Medikamente aus der Veterinärmedizin zur Pferdebetreuung dann bitte einnehmen soll, dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen fragwürdig vielleicht. Und das sage ich jetzt als Experte.
Merkel, ja, wenn Leute gesagt haben, es völlig verleugnet haben und gesagt, das gibt's alles gar nicht und es gibt auch überhaupt nicht den Virus. Und wie der Bakti gesagt hat, der Virus ist nicht im Blut, bin ich aufgestanden aus der Servus-TV-Sendung und bin gegangen, ja, weil ich gesagt habe, ab dem Zeitpunkt kann ich nicht mehr was. Ein Punkt, das war ein Schwur. Der aber jetzt heftig diskutiert, und das ist jetzt auch beim Gerald vollkommen, ist die Impfung. Ja. Inwiefern war die Impfung sinnvoll, inwiefern bringt sie was etc.? Die Impfung, und ich glaube, es ist jetzt noch impfen lassen. Ich würde nicht mehr die Folgeimpfungen, also ich würde die dritte, also gerade die dritte Impfung, da sind auch die meisten, ist auch wissenschaftlich bewiesen von den Studien her, dass die meisten Nebenwirkungen waren. Die erste Impfung hätte ich mir geben lassen, weil wir zwei verschiedene Arten von Impfung haben. Wir haben solche Impfungen, die Erkrankung dann wirklich verhindern können, und wir haben solche Impfungen, und dazu gehört Covid, die Erkrankung oder die Wiedererkrankung abschwächen. Und das war ein wesentlicher Punkt. Und da ist etwas, und da kritisiere ich die Politik ganz massiv, habe ich ja immer gesagt, es ist nicht kommuniziert worden. Andrea, und es ist schlecht, ich verstehe, dass du deinen Berufsstand als Politikerin, als ehemalige Politikerin und als Ärztin verteidigst. Nein, den verteidige ich ja gerade nicht. Nein, intuitiv sie verteidigst. Ich habe auch dich nicht kritisiert. Du warst in der Zeit weder... Du gehört hast in dieser Zeit, zumindest meines Wissens, ich kann mich ja täuschen, aber ich habe jetzt nicht die Archive bemüht, gehört hast du nicht zu jenen, die von einem Studio zum anderen gegangen sind und ganze Bevölkerungsgruppen verteifelt haben oder mit dem Wasserwerfer gegrillt werden wollten oder mit einem Flammenwerfer, wie zum Beispiel mein anderer Diskussionspartner. Aber sich aber auch schon entschuldigt. Nein, ja, es entschuldigen Sie alle. Wir haben 100 Milliarden Euro Volksvermögen versenkt, wir haben die Leute in Angst und Schrecken versetzt, wir haben einen Impfpflichtbeschluss gemacht, wir haben Klein- und Mittelbetriebe kaputt gemacht, wir haben kleinen Schülern 2 Jahre Bildungschancen genommen und Entschuldigung. Ich habe diese Beispiele zum Teil gebracht, aber Angst und Schrecken. Also der Österreicher ist schon halbwegs so. Kanzler Kurz, es wird jeder jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Ja. Ist der Kanzler. Ich muss da aber ehrlich sagen, wenn ich mal rein psychologisch... Ja, und seit wann sind wir vor dem Kanzler? Gehen wir jetzt in die Knie oder wie? Nein, also aber wer ohne... Jetzt sage ich dir eines. Wer ohne Not und ohne Grund... ein Volk in Angst und Schrecken versetzt. Aber zu dem Zeitpunkt noch einmal also ich würde das mit vorsichtigen Worten, nur noch einmal, dürfen wir die Chronologie nur ganz kurz noch einmal erwähnen. Es ist etwas aufgetreten, wo wir alle nicht, auch nicht die jetzt zu gescheitern. Weil es war damals so, dass wir gesagt haben, die einen haben gesagt A und die anderen haben gesagt B. Andrea, es hat zwei Wege gegeben. Andrea, es gibt im Lehrbuch, Andrea, ich zeige es dir nachher, Gerald, es gibt im Lehrbuch von Public Health zwei Wege. Österreich und Schweden hat genau diese zwei Wege begangen. Ich habe gesagt, der schwedische Weg ist der gescheitert. Ich auch. Ja? Ich bin hier gesessen und habe den schwedischen Weg befürwortet. Und heute wissen wir, dass es nicht, die Menschenleben haben sich nicht verändert oder die Erkrankungsfälle, sondern, weil es auch logisch ist, entweder ich stecke mich gleich an oder ich stecke mich später an. Andrea, aber die Wirtschaft ist halt in der Angst Ding. Und Panik operiert es worden. Ist politisch schlechtest kommuniziert und, worden. Und die meisten und Fachbegriffe. Letztendlich. Und die meisten Fachbegriffe. Es haben wieder einmal nicht qualifiziert über etwas gesprochen. Ja, wunderbar. Und die meisten Fachbegriffe, und das steht auch in den RKIs. Kann halt nicht über Masken reden, weil das sind halt auch... Da ist er gesessen, und gesagt, es wird zu keinen Masken kommen. Ja, so. Aber jetzt sage ich dir. Naja, er hat gesagt, die Stoffmasken sind auch die medizinischen Begrifflichkeiten. Wie hat denn die schnell die Kurve schnell geheißen, die lustige dort, mit der man uns allen Angst und Schrecken eingeheizt hat, diese Infektionskurve. Die hat mir ja nicht Infektionskurve genannt, sondern... Ich glaube, du meinst die Innsbrucker Professorin. Na, die war auch lustig. Oh, okay, so. Da hat man politisch... Politiker, RKI-Files, Politiker haben den Experten erklärt, welche Expertenbegriffe sie zu verwenden haben. Und die Experten sagen, das sind keine politischen Begriffe. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir waren nicht in der Lage, im 21. Jahrhundert, und das kritisieren viele, und das ist etwas, wo wir... Es ist ja sinnlos, jetzt etwas zu kritisieren von Leuten, die nicht einmal mehr im Amt sind. Doch, nein, mir warum? Wär's weil wichtig. Ich würde gerne Konsequenzen ziehen. Der Kurz ist weg. Na, welche Konsequenz? Er macht ein Strafrichter. Einladung. Das ist Erpressung. 300 Leute in Salzburg zum Schnitzelessen. Ja, super. Geht zur teuersten Hochzeit, die weltweit existiert. So. Aber Faktum ist... Aber es gibt Strafrichter. Nötigung, Erpressung. Ich möchte, dass wir lernen daraus, dass wir leider Gottes trotz der Digitalisierung des 21. Jahrhunderts nicht in der Lage waren, rechtzeitig einzumelden aus den Spitälern, welche Daten, die zusammenzufassen. Darf ich dir erklären? Und dahinter darf ich dir erklären, dass ich als Darf ich dir erklären, dass ich als nicht gelernter
Arzt. So. Dass ich aber als fünfjähriger Presse, als hypochondrischer Patient, der ich bin. Schwierig. Ja, komm nie zu. Naja, was ich mich gut untersucht bin. So. Aber als langjähriger Mitarbeiter eines Gesundheitsministers, 6 Jahre in dem Ressort, ich kenne die alle, die Vögel, die da dumm und dumm laufen, brauchst du, kannte es ja auch gut. So. Nein. Dort relativ rasch erkannt habe Folgendes. Es wird mit einer Lüge operiert. Du hast gerade vorher genannt, die Särge aus der Lombardei. Sonst haben wir irgendwann einmal draufgekommen, das Sorghaus stand nicht in der Lombardei, sondern das waren Archivbilder von einem Flüchtlingsunglück auf Lampedusa. Dann habe ich mich mit einigen Medizinern unterhalten, die mir relativ rasch, binnen von einem Monat dann erklärt haben, ich war unter Schockstarre, muss ich da ehrlicherweise sagen. So, ich kann mich erinnern, ich bin zur Metro gefahren, habe gehamstert, Klopapier einkauft und dann eben in die Südsteiermark, Virenstation Süd, habe ich dazu gesagt. Keiner durfte das Grundstück betreten. So. Relativ rasch draufgekommen bin auf Folgendes. Wie es passiert ist. In China ist es ausgebrochen. Ja, das wissen wir aber jetzt längst alle. Ist über die Textilameisen. Über die Textil-Mailand. Nach Mailand gekommen. Aber jetzt, jetzt wird es spannend, was damals in Italien passiert ist, warum wir in Europa alle in die China gegangen sind. In Italien kriegen die plötzlich eine sogenannte Grippewelle zusammen, wie sie sie noch nicht kannten. Also wie so ein Sommergrippel, so 4500 einmal mitten im Juli. Die gehen her und sagen, unsere Spitalskapazitäten sind überfüllt in einem Land, wo die Spitalskapazitäten immer überfüllt sind, sogar im reichen Norden wie Mailand. Ich habe im Gegensatz zu dir viel gearbeitet. Was haben sie gemacht? Sie haben die sogenannten Covid-infizierten Patienten in Pflegeheime gegeben das und haben sich dann gewundert, dass die Patienten dort wieder, okay, dass der Fuchs durch den Hirnstall gegangen ist. Ja, aber deswegen hat dann der Herr Kurz die Nerven verloren mit dem Herrn Netanyahu. Ja, das war am Anfang. Wir machen jetzt noch einmal eine Werbepause. Das hört es nicht gern, gell? Du bist ja 3 Jahre lang mit der Maske um. Ich habe kein Problem, aber das haben wir schon so oft. Gezittert wie Espenlaub ist er da. 1000 Mal geimpft. Der besteht nur mehr aus dem Werbepause. Dann kommen wir zurück und dann sprechen wir über Olympia und die viel diskutierte Olympia. Eröffnen. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, es war wunderbar, schönste und emotionalste Eröffnung aller Zeiten. Die anderen sagen, war ein Zeichen oder ein Kniefall vor den Woken. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Heute zu Gast bei Schlag den Groß ist Andrea Kodolski und natürlich Hallo. Gerald Groß. Jetzt haben wir schon über Corona gesprochen und über den ÖVP-SPÖ-Pakt. Derzeit, wenn man den Fernseher einschaltet, kommt man aber auch an Olympia nicht vorbei. Und da gab es am Freitag die Eröffnung in Paris. Viele Stars, ziemlich lang gewesen. Einige, die sagen, wunderbar, das war die tollste Eröffnung aller Zeiten. Andere, die sagen, schrecklich, so woke war eine Eröffnung noch nie. Wie hast du es denn gesehen? Hat es dir gefallen, die Eröffnung? Also mir hat die Eröffnung gut gefallen, weil ich denke, es war eine wirklich dem Anlass entsprechende, schöne, großartige, an sich ein bisschen mit Pariser Flair und mit vor allem so, wie sie es ja jetzt auch sehr, sehr gescheit machen mit den verschiedenen Veranstaltungen und Disziplinen, das Ausnutzen dessen, was die Stadt zur Verfügung hat. Ja, man kann über das eine oder andere Bild sprechen. Ich glaube, wir haben ein bisschen schon, gebe ich jetzt zu, vorgeplaudert. Und also die Maria Antoinette, gebe ich zu, die hätten wir ein bisschen hübscher machen dürfen. Aber, und laut den Bildern war sie auch hübscher. Aber es gibt also sicher einzelne Dinge, aber das wäre jetzt einfach eine i-Tüpfelreiterei. Im Großen und Ganzen hat mir diese Eröffnung sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, Olympia ist ja etwas, wo wir mal definieren müssen, wofür steht Olympia. Und dann ist es doch etwas, was uns alle betrifft. Und uns alle heißt eine Gesellschaft, die vielfältig ist. Und eine vielfältige Gesellschaft verdient auch, dass sie erwähnt wird. Und das stört dich ja genau. In keinster Weise. Nein, ich verstehe, in keinster Weise habe ich ein Problem. Eröffnung hätte noch mutiger sein können, wirklich. Ich verstehe nicht. Die Franzosen haben so wenig Fantasie
gezeigt. Also ich hätte ja statt dem Kopf von der Marie Antoinette zum Beispiel den abgeschnittenen Kopf von Jacques Hamel, vom französischen Priester, dargestellt, der auf den Tag genau vor 8 Jahren umgebracht wurde, weil er im Gegensatz zu den Organisatoren der Olympischen Spiele zu seiner Identität gestanden ist. Die stehen ja nicht mehr zu ihrer Identität. Sie machen ja aus dem letzten Abendmahl plötzlich einen Transenaufmarsch mit 72 Geschlechtsidentitäten, wo den Tänzern die Hoden seitlich aushängen. Also, nicht sehr mutig, nicht sehr mutig. Also ich hätte ja zumindest, wenn ich schon eine politische Botschaft gegen Religion, gegen Glaube absetzen will, vielleicht die Charlie Hebdo-Attentäter mit Turban und Sprengstoff dargestellt. Das verstehe ich nicht, das ist alles nicht... Nein, lass jetzt einmal mich. Das ist alles für mich nicht zu mutig. Das ist für mich eine Frage, die wirklich eine völlig... Willst du wissen, was ich von dem wirklich halte? Ist das ich halte zwei Drittel. Die Religion gewesen? Wenn man, ich muss dir leider ehrlich sagen, wenn man bei einer Sportveranstaltung, ja, bei einer Sportveranstaltung, wo es im Übrigen, weil du sagst, die olympischen Werte, Sport, da geht es nicht darum, an Jesus Christus, einen weiblichen Jesus Christus mit Krone, 300 Kilo schweren Elefanten darzustellen und ein paar bunte Drag Queens. Wenn man diese politisch woke Botschaft setzt, dass man dort die Religion persifliert, dann verstehe ich einmal nicht, warum persifliert man sie und warum persifliert man sie genau an dieser Abendmahlszene, die in Wahrheit im Christentum das Wichtigste ist, die Wandlung, Wein, Wasser, Wein, Blut, Jesus Christus, Brot, Leib Jesus Christus. Im Übrigen dieses Bild, das jedem auf der Welt geläufig ist, Michelangelo, der noch weniger was mit den Franzosen zu tun gehabt hat, zumindest das Bild nicht in Frankreich hängt, er hat zwar in Chambord, sagt man, soll ja, still also gemacht haben, alles dran. Aber ich verstehe es nicht. Was stört dich so dran? Du bist der Meinung, das war ein Kniefall vor Wokeness, oder was hat dich gestört? Warum muss man 1,5 Milliarden Christen weltweit beleidigen? Warum hat man die Muslime nicht beleidigt? Warum war man nicht so mutig? Ja, aber warum muss man als historischen Beitrag zur Weltgeschichte den abgeschnittenen, bei einer Olympiaöffnung den abgeschnittenen Kopf von Marie Antoinette zeigen und ist nicht so gegenwartskritisch und zeigt den abgeschnittenen Kopf des französischen Pfarrers Jacques Hamel? Oder das Bombenmatten auf Charlie Hebdo oder den Terroranschlag an der Côte d'Azur. Das hätten sie sagen sollen, damit hätten die Menschen nämlich gewusst, wie Frankreich mittlerweile wirklich liegt. Darf ich von dir nur wissen, warum es die gesamte Eröffnung war ja nicht das Abendmahl, sondern die gesamte Eröffnung war eine Céline Dion, die großartig war. Ja, brauchen wir nicht reden. Es ärgert mich ja umso mehr. Schau, als frankophiler Mensch, der die Franzosen sehr gern hat, der gerade kommt, das erste Mal aus der Normandie und aus der Bretagne. Ich eine französische Tante hatte, eine Verstorbene aus der Provence. Das heißt, eine angeheiratete Nähe zu den Franzosen verspüre und auch deren Nationalfeiertag mit Fahne immer feier und mit französisch-kulinarischen Genüssen, denen ich auch nicht abgeneigt bin, habe ich es nicht verstanden, warum man eine so tolle dreistündige Eröffnung hinlegt. Mit der Hymne an die Liebe von der Edith Piaf mit Céline Dion. Mit von mir aus auch noch Lady Gaga, die in Wahrheit ein altes Revue-Lied präsentiert von einer vor 20 Jahren verstorbenen Revue-Sängerin. Aber habe ich es geschätzt, dass man auf der Seine Johnny Hallyday gehört hat und dass man da Lieder gehört hat? Bin ich als alter Louis de Finet-Freak sogar, wäre für mich wünschenswert gewesen, statt den Emmanuel Macron Louis de Finet auftreten zu lassen, zumindest vielleicht irgendwie künstlerisch animiert, KI tut was, die künstliche Intelligenz tut was, keine natürliche gibt. Ich habe viel Verständnis für diese ganzen Olympischen Spiele und für die Eröffnung und ich verstehe es daher nicht, warum man in zwei Sequenzen so aggressiv seine eigene Identität verleugnet. Einerseits das christliche Erbe Frankreichs. Sie feiern alle in den Palais der christlichen Könige, von Franz I. bis Napoleon III. Da feiern. Wobei die Kritiker jetzt... Aber es darf das Christentum nicht mehr vorkommen. Und dann beleidigen sie auch noch im Übrigen die Österreicher, weil Marie Antoinette heißt Maria Antonia und ist eine österreichische Erzherzogin gewesen. Verstehe ich auch nicht. Und im Übrigen der man geschichtlich in Wahrheit Unrecht tut. Ich möchte es nicht darauf reduzieren. Und daher habe ich mich an diesen beiden Dingen gestoßen. Okay. Und ich bin sehr... für mich war es nicht verwundert, dass sich von Elon Musk bis zum Vatikan, selbst Mélenchon hat sich zu Wort gemeldet, der Führer des Linksblocks, die alle gesagt haben, das geht nicht. Du kannst nicht, schau, ich kann ja auch nicht die Kaaba herzeigen, okay? Und
in dem Würfel, in dem Schwarzen, dann drinnen, weiß ich nicht, eine Massenorgie von verschleierten Frauen feiern. Dann brennt nämlich der ganze Nahe Osten. Nein, für mich geht die Freiheit auch der Religionskritik nicht so weit, es bei einer sportlichen Veranstaltung den eigenen Glauben, der mir die Identität geschickt hat, so zu persiflieren. Das ist Blasphemie. Mit der katholischen Kirche bekannt. Solltest du vielleicht einmal später auf einen Tafel für die Kritik ist ja, das ist ja sozusagen ein Teil dieser Kritik, aber die Kritik derzeit betrifft ja auch viele andere Bereiche, dass in vielen Teilen unserer Gesellschaft einfach ein gewisser Hang zur, wie er es auch nennt, Wokeness besteht. Ja. Ich glaube schon, dass wir es derzeit dargestellt wird und auch übertrieben dargestellt wird. Ich glaube schon, dass es natürlich übertrieben wird in vielen Bereichen, weil jetzt bin ich jemand, der gerade mit Schulen und mit homosexuellen Menschen und Schulen und Lesbierinnen ein sehr, sehr gutes Auskommen hat. Meine bestesten Freunde sind Schul und ich bin absolut jemand, der sagt, das ist etwas, das zu akzeptieren ist. Das ist eine Lebensform, die ich unterstütze, wenn jemand sie so leben möchte. Ich verstehe auch als Ärztin absolut, dass jemand im falschen Körper ist. Das sage ich immer wieder nur Schienecker und das gibt es und das ist auch medizinisch nachvollziehbar. Ich persönlich habe ein bisschen ein Problem bei Menschen, die dann sagen, ich bin jeden Tag was anderes und einmal bin ich ein Sessel, einmal bin ich ein Fisch, einmal bin ich ein Tisch, einmal bin ich, ich weiß nicht, ein Wasserhydrant. Also da steige ich dann ehrlich gesagt aus, weil ich es nicht verstehe, weil für mich natürlich nach wie vor es zwei Geschlechter gibt und das kann man mit X- und Y-Chromosomen definieren und innerhalb dieser Geschlechter kann es natürlich Verschiebungen geben, das ist gar keine Frage, dazu stehe ich auch, aber dann herzugehen, wie man aus dem 72 oder ich weiß nicht wie viele verschiedene Geschlechter machen kann, das weiß ich nicht und jemand, der jeden Tag aufs Neue nicht weiß, was er ist, gehört für mich eher in eine Gesprächstherapie, denn also in eine Akzeptanz. Und da möchte ich nur eins noch sagen und das ist aber ein so kleiner Prozentsatz, dass ich halt nicht ganz akzeptieren kann, dass die Gesamtbevölkerung und darf ich nur dieses kleine Beispiel bringen, ich war im universitären Bereich tätig zu einem Zeitpunkt vor etwa 3 Jahren, wie das Gesetz herausgekommen ist, dass man die Toiletten so beschriften muss, dass keiner mehr gewusst hat, wie ich die eigentlich beschriften soll. Weil in jedem Fall hätte sich irgendwer gestört gefühlt, wenn da irgendwas draufsteht. Und das sind hochqualifizierte Universitätsleute in Kommissionen zusammengesessen, um sich wochenlang darüber den Kopf zu zerbrechen, wie das blöde Häusl beschriftet wird. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Andrea. Und das halte ich für unnötig. Aber dass natürlich Menschen, die eben anders leben, als um bei deiner katholischen Kirche zu bleiben, die katholische Kirche halt gesagt hat, wie man so lebt, nämlich monogam, brav und immer Mann und Frau irgendwie zusammen, dass es da noch andere Varianten gibt, das ist hinlänglich bekannt. Und das, glaube ich, sollte auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Schau, ich bin der Letzte, der so etwas durch den Tisch kehrt. Ich bin seit 13 Jahren mit einem Mann zusammen und seit mehr als 10 Jahren verpartnert mit einem Mann. Die Geschichte der Homosexuellen ist natürlich eine politische Geschichte der Diskriminierung. Ja. Aber meine Sexualität ist keine politische Ideologie. Richtig. Und daher gehöre ich auch nicht zur LGBTQ-Bewegung an, wenn sie sich als politische Ideologie sieht. Ich bin schwul, aber nicht queer. Ja. Okay, nur damit wir uns einmal ordentlich verstehen. Ja. Meine Fahne ist die rot-weiß-rote Fahne, weil ich ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Nation Österreich habe, zu seiner Geschichte. Und ich brauche für meine Sexualität, das heißt für die 2 Glocken und den anderen Gartenständer dort unten, keine eigene Fahne haben, den ich einstecken kann. Das bin ich auch. So, und ich habe meine Sexualität im Übrigen, weil ich Sexualität für etwas Wunderbares im Übrigen heute, aber für etwas Intimes heute, eigentlich immer für mich und in dem Fall mit meinem Mann, mit dem ich dieses Geschenk teile, für mich behalten. Das heißt, ich pick nicht jedem mein Hintern in Großaufnahme ins Gesicht und sage, schaut euch mein Gehänge an, ich bin genau so super. Möglicherweise bin ich da ein bisschen verstaubt, möglicherweise bin ich zu konservativ, aber das sind meine Werte. So, das, was ich derzeit nicht verstehe und wir haben in Österreich eine sehr lange Geschichte der Homosexuellen gehabt, bis wir in Wahrheit nicht auf der Straße angespuckt werden, nicht zusammengeprügelt werden. Jetzt werden wir wieder zusammengeprügelt, weil wir ja die islamistischen Glückskinder bekommen, ausgerechnet von ihnen, die für uns unsere Rechte erkämpfen wollten. Die hätten uns am liebsten am Baukran aufhängen, irgendwo am Gazastreifen, aber sei es drum. Das nur zu dem Thema. Diese Geschichte ist natürlich auch eine Geschichte des Kampfes gewesen. Und in Österreich hat es solche Personen gegeben wie Günter Dohler,
Alfons Haider möchte ich dich nennen, die in Wahrheit in der Mitte der Gesellschaft als ORF-Moderatoren aus der Mitte heraus, nicht aus dem Extrem heraus, sondern aus der Mitte heraus Stimmung gemacht haben. Der Höhepunkt war dann für mich meine eigene Verpartnerung und wie dann die Tageszeitung Österreich 4 Tage lang meine Verpartnerung abgebildet hat, gegen meinen Willen im Übrigen. Aber das war das ist auf Facebook gebucht. Nein, das war vollkommen wurscht. Es hat mich damals ein Adnan Asidas oder wie der Kassen hat, angerufen von euch und hat erklärt, entweder machst du das mit uns oder wir machen es gegen die. Das war der, ich habe gesagt, ich krieg's kein... Nein, genau so war es. So, ist wurscht. Ich habe dadurch meinen entscheidenden Beitrag geleistet. Warum? Weil ich aus dem konservativen Lager komme und sicherlich als konservativer Mensch, der dann Freiheitlichen sehr nahe steht, oder damals BZÖ, noch einen zusätzlichen Aha-Moment für die konservativen Regimenter gegeben hat, ADAA. So, das war mein bescheidener Beitrag. Aber, zurück. Aber ich mache, und jetzt komme ich zurück, ich erkenne aber als homosexueller Mensch an, dass Gottes sexueller Spielgarten ein relativ lustiger hin und wieder ist, möglicherweise auch ein hedonistischer ist. Sei es drum, ja? Aber es nur 2 Geschlechter gibt. Okay. Ja, ich und eben, wie du gesagt hast, kein Wasserhydranten, kein Kotz, kein Maus, kein Hund. Wenn ich mich als Hund definiere, manche definieren sich auch als Hund, was ja lustig ist. Die zahlen ja keine Einkommensteuer mehr, sondern Hundeabgabe in der Stadt. Das ist ja auch in Ordnung, sei es drum. Weißt du, langsam aber sicher beleidigen wir auch jene, die für eine offene Gesellschaft gesorgt haben, weil sich selbst die Offenen und Tolerantesten unserer Gesellschaft am Kopf greifen und sagen, sind sie jetzt alle deppert worden? Und ich habe langsam den Eindruck, wenn ich die Diskussion um 72 Geschlechter sehe und höre, wenn ich mir anschaue, wie wir mittlerweile Kinder mit 11, 12 Jahren früh sexualisieren. Ah, du spielst mit Puppe, dann bist du ein Mädchen. Oder in Wien beispielsweise, die Wiener Kindergartenverordnung, 6-jährige Kinder als sexuelles Objekt sind. Dann sage ich dir, dann fahren wir mit der gesamten Gesellschaft und den darauffolgenden psychischen Erkrankungen an die Wand. Schlusssatz noch von Darf ich was ganz was Wichtiges in dem Zusammenhang sagen? Weil ich glaube, das ist auch für die Zuseherinnen und Zuseher wichtig. Es ist auch bitteschön abzuwarten mit chemischen und operativen Eingriffen bei, was ich höre, inzwischen 12- bis 16-Jährigen, Irrsinn, die zu diesem Zeitpunkt glauben, dass sie einem anderen Geschlecht angehören. Dann darf ich aus der Entwicklungspsychologie sagen, dass wir alle eine Phase haben in der Pubertät, wo wir eingehängt mit den Freundinnen oder miteinander herumhängend mit den Freunden sind. Und das ist etwas, was ich sehr gefährlich finde im Moment an dieser wir machen nichts Geschichte. Ich habe das in dem Buch einmal geschrieben, der perfekte Untertan, wieder mal eine schöne Eigenwerbung. Der perfekte Untertan braucht auch kein Geschlecht. Er muss nur Steuern zahlen und dem Wirtschaftswachstum. Darf ich bitte das nächste Mal mein Buch auch mitnehmen? Ja, darfst du. Hast du auch einen Bestseller geschrieben? Wir sind am Ende angelangt, aber noch nicht der Sendung, sondern nur hast du Kochbuch herausgegeben? Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier und zwar mit Heimo Leposchitz und Hans. Sicher nicht so lustig wie wir, oder? Nein. Oder sind die auch so lustig? Weiter. Schauen Sie sich das an.